Tag, Herr Schott. Guten Tag, Herr Sepp. Was haben Sie denn da? Ein Karton. Sehe ich auch so. Was machen Sie damit? Bücher. Ich habe Bücher gekauft. So. Und wie erklären Sie sich, dass bis vor 5 Minuten exakt genau dieser Karton dort standen ist? Das kann ich mir eigentlich gar nicht erklären. Das ist mein Karton. Katze. Lateinisch Felide. Hat im Paläozän nachgewiesene Familie der Landraubtiere. Körperbau gedrungen bis schlank, Schädeldach, Knochenkamm. Die Raspelzunge ist auch Ursache für die durch die tägliche Fellpflege bedingten Haaransammlungen im Magen, die nach einiger Zeit als Gewölle wieder ausgewirkt werden. Das ist entsetzlich. Oft wird beobachtet, dass die Katzen vorher Gras oder andere Pflanzen fressen, die Brechreiz hervorrufen. Vielleicht musst du erstmal Platz in deinem Magen schaffen. Dein Gewölle rauswürgen. Haben wir gleich. So. Hier hast du Schnittlauch. Und hier kannst du reinwürgen. Also ich geh duschen. Man hat Miauen bei Ihnen gehört. Bei mir? Das kann ich sagen. Ich sag's Ihnen im Guten und ich sag's Ihnen nur einmal. Wer Haustiere hält, fliegt. Genau. Sie suchen eine Mikrowelle? Verstehe. Hightech-Teil, designmäßig voll drauf. Was da gut kommt, ist die Mikrowelle Plus von Siemens. Außen New Wave, innen ein vollwertiger Backofen. Mit 4 Heizarten. Plus Mikrowelle. Na, wollen Sie selbst mal? Guten Tag, die Herrschaften. Da haben wir den Staubsauger mit der 4-Plus-Hygienefilterung von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst empfohlen. Der bindet Bakterien, Pollen und Staubteilchen. Hören Sie selbst. Geh, Marco, sei doch nicht das so. Schade, Nils. Jetzt ist es wohl vorbei mit unseren kleinen Tennisspielchen. Geh, korrekt. Nach den Flitterwochen bin ich eh wieder zu steil. Was willst du mit deinem Mann? Den kannst du doch eh vergessen. Er hat doch eh mehr Zeit für dich. Das stimmt. Aber was wird denn dein liebes Frauchen dazu sagen? Geh auf! Die Gerti ist ein liebes Mädel. Aber bist du das gespannt? Vergeht er ewig. Da unten, bitteschön. Dankeschön. Wer heute keinen Rausch hat, ist selber schuld. Komm, halt dir ein bisschen zurück. Muss das uns nicht schon vor dem Abendessen beweisen. Geh, Bruder, Herz, die Entführung machst doch eh du. Kann ja nicht mehr viel passieren. Also nachher, Prost. Prost. Ex. Prost.
Professor Brüttelmann. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich wollte nicht einfach weggehen, aber in dem Augenblick war Nina einfach... Ich kann es wirklich verstehen, wenn ich nicht mehr mitmachen darf. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Elisa Ihre Freundin. Und sie heißt eigentlich Nina. Ja, ich habe eigentlich nur mitgemacht, um Daniel zu beeindrucken. Darum... Es ist also eigentlich alles meine Schuld. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Brüttel. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass junge Leute heutzutage noch so romantische Einfälle haben. Und Sie, Daniel, Sie sollten sich jetzt ein bisschen beeilen. Warum? Ja, das Finale beginnt gleich. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen, wo es doch bisher so gut lief. Aber ich dachte... Für Sie ist es natürlich vorbei. Tut mir leid, aber wenn sich jemand unter falschem Namen einschreibt, kann ich leider keine Ausnahme machen. Ah, kommen Sie. Ein Haar wie ein Rocker, ein Haar wie ein Schopper, ein Haar wie ein Flaschbier, ein Haar geht das Erdbeer. Selbst die Komponisten zeitgenössischer Chormusik kamen nicht mehr an Werner vorbei.